Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Subsistence. So, irgendwie höre ich hier im Hintergrund irgendwelche Schüsse, da schon wieder. Ich glaube, die Jäger sind schon wieder los. Da hinten rennt einer rum. Ich weiß aber nicht, ob der auf irgendwas schießt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich den mit meiner Pistole kriege. So, was brauchen wir denn überhaupt für bessere Revolver hier? Waffenteile, 5 Stück. Und Stoff. Gucken wir mal kurz, was das Feld macht. Feld wächst halt, ne? So wie es soll. Und ich glaube, Waffenteile haben wir noch keine 5, ne? 4 erst. Wenn wir 5 haben, können wir uns eine bessere Waffe basteln. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Gucken wir mal. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Jäger auf jeden Fall Waffen droppen. Also Waffenteile. Können wir mal vorsichtig darüber pirschen und gucken, ob wir den, aber er lebt auf jeden Fall noch. Bei denen irgendwie von hinten mal abknallen können. Nehmen wir die Kisten hier noch mit auf den Weg. Ja, sorry an dieser Stelle auch nochmal für die Einstellung, was den Ton angeht. Ich glaube, ich müsste es aber jetzt tatsächlich in dieser Folge im Griff haben. Ich habe den Ton auf jeden Fall nochmal ordentlich nach oben geschraubt, also meinen eigenen. Bei den paar Tagen, die jetzt hier vor waren, die habe ich jetzt beim Schneiden noch mal ein bisschen hochgedreht. Da konnte ich aber nur den Gesamtsound hochdrehen. Das heißt also, es kann an der einen oder anderen Stelle tatsächlich sein, ja, dass gerade Gewehrschüsse und so weiter ein bisschen laut waren. Dafür entschuldige ich mich einmal. Aber ja, das war mir jetzt trotzdem lieber, als dass ihr mich dann fast gar nicht verstehen könnt, so wie es wohl vorher irgendwie war. Ja. Ich höre mir die Aufnahmen immer mit Kopfhörern an, das sollte ich vielleicht in Zukunft auch mal ändern. Ja, damit hörst du dich halt einfach immer relativ gut und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Ja, aber für euch war das halt irgendwie doof. Das habe ich jetzt korrigiert, ich habe ordentlich nach oben geschraubt. Oh, hallo Bär, jetzt müssen wir aufpassen. Bär muss weg. Er kommt nur sehr langsam. Okay, dann lass uns mal vorsichtig gucken, ob wir diesen Jäger hier irgendwie da vorne steht da. Nicht nur einer, das sind zwei. Halleluja. Nee, das wollen wir gar nicht machen. Zwei ist mir dann doch ein bisschen viel. Wobei, eigentlich will ich das doch. Eigentlich will ich das doch. Und zwar versuche ich mich jetzt mal hier hinten lang zu schleichen. Bis jetzt scheinen sie mich nicht entdeckt zu haben. So, und dann wollen wir doch einfach mal ganz geschmeidig von der Seite einmal achten, dass da nichts passiert. Jetzt gucken wir mal vorsichtig ums Eck. Der eine ist da hinten, ne? Aber der ist mir jetzt zu weit weg. Und der andere, der war doch hier hinterm Felsen. Kurz einmal checken, dass hier keine wilden Tiere in der Nähe sind, die mich gleich auffressen von hinten. So, und dann hier vorsichtig um die Ecke. Und dann müsste eigentlich der erste direkt schon hier irgendwo sein. Vielleicht kann ich dem ja ein paar Pfeile reindrücken. Oha. Einen Hammer. Ich weiß so nicht, wo der zweite jetzt gerade her schießt. Schnell looten. Oh, da ist er. Bis jetzt haben sie mich noch nicht großartig getroffen. 7 Schuss hat er noch. Wo ist er denn? Jetzt jage ich dich, Kollege. Okay, das ging einfacher als gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die haben ein bisschen mehr zu bieten, die Jungs. Ja, Nachteil ist jetzt natürlich, die haben keine Waffenteile gedroppt. Miese Nummer. So, sorry, da habe ich es vergessen, das Handy auszumachen. Gibt es hier irgendwas Leckeres für mich? Ja, verbranntes Fleisch, herrlich. Gut, aber ist jetzt erstmal egal. Kann ich das zerlegen? Jo, mache ich das doch mal schnell. Ach so, geht nicht, weil es ein Jägerbasisobjekt ist. So, sorry, habe das Handy jetzt ausgemacht, damit uns das nicht nochmal stört. Ja, aber das lief doch hervorragend, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das tatsächlich so einfach geht. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel, also ist das auch genug Abenteuer für heute. Wäre jetzt halt noch die Überlegung, die Jägerbasis kaputt machen, kümmern sie, das wissen wir schon. Und ja, mit den Jägern wären wir doch mit der Piste jetzt auch schon so einigermaßen fertig. Vielleicht machen wir uns da jetzt die Tage nochmal einen Spaß draus und hauen das Ding da oben kaputt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass alleine aufgrund dessen hier permanent dieser Jägerverkehr herrscht. Die holen sich hier nämlich immer Fisch.
die Jungs. Und ja, deswegen ist hier halt immer gut was los. Lass mal gucken, was wir hier jetzt alles gekriegt haben. Haufen Erze und so. Verbranntes Lachsfilet. Oh, das kann ich immer noch futtern. Machen wir das doch mal. Essen. Ja, gut, ein paar Pfeile könnte ich jetzt nachbauen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Hauen wir hier nochmal ein paar Bäume. Level 100. Nee, ich habe ja keine Pfeile, ne? Nee, nee, das ist dann auch doof. Dann machen wir jetzt erstmal noch ein paar Pfeile fertig. Dass wir dann auf die Tierjagd gehen können. Also, für Pfeile brauchten wir, jetzt lass uns mal gucken, zwei Stöckchen, eine Feder, drei Nägel. Also im Prinzip einmal so und dann können wir schon die ersten Pfeile wieder herstellen. Und jetzt weiß ich nicht, was wir daheim noch so an Federn rumfliegen haben. Sollten wir dann gleich auch auf jeden Fall nochmal nachgucken. So. Gucken wir mal. Da hinten sind noch Heilkräuter, die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Waren gar keine Heilkräuter, waren Kartoffeln. Sind mir aber auch recht. Gut, jetzt wird es dunkel. Jetzt gehen wir heim. Und dann gucken wir gleich mal einmal kurz hier nach der Ernte. Tja, ich habe echt keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit dem Dünger und so. Ja, irgendwas zu essen hat er jetzt nicht. Kann hier ordentlich Muni auf den Putz hauen. Holen wir uns das noch raus, die Federn noch raus. Dann müsste ich noch mehr Muni basteln können. Nee, doch nicht rein. Doch, damit vielleicht. Nope. Jetzt nochmal Nägel und nochmal Stock. Und dann können wir noch ein paar Pfeile bauen. So, Heilkräuter rüber, das rüber, das rüber. Achso, ein Seil bräuchte ich dann natürlich auch noch, ne? Für die Pfeile. Gucken wir nochmal. Hier Munition. Zwei Stöckchen. Oha. Da schießt jemand auf mich. Das ist auch frech. Herstellen. Stopp. Erstmal mein Kram loswerden. Das noch raus. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wer hier rumballert wie ein Bekloppter. So, da laufen gleich noch die Stöckchen durch. Gut, dann lasse ich den Rest jetzt erstmal drin. Das essen wir schnell. Da geht jetzt gerade nichts. Dann hauen wir die nochmal raus. Wie sieht es hier aus? 280 Strom. Na komm, machen wir erstmal Licht an. Dass wir hier auch ein bisschen was sehen. Im Dunkeln brauchen wir hier jetzt ja auch nicht hocken, ne? Macht ja auch keinen Wert. Oder beziehungsweise hat ja auch keinen Wert. So, das haben wir. Bisschen Holz haben wir jetzt am Start. Bisschen Essen haben wir noch am Start. Könnt gleich noch mal was angeln. Macht Sinn hier. Ach, das Feuer war kaputt, ne? Genau, da fällt mir gerade was ein. Ich wollte gucken, ob ich diesen Holzofen gebastelt kriege. Dafür bräuchte ich noch mal dreimal Stoff. Der Rest müsste passen. Da müssen wir nur Geduld haben. Wie viel Stoff haben wir denn? Eins. Eins. Ein Stoff haben wir. Das ist nicht zu viel. Ja, was könnten wir denn sonst noch basteln? Also Lichthammer. Flutlichtschalter bringt uns jetzt aktuell nichts. Das würde uns ein bisschen weiterbringen. Das würde uns natürlich auch gut weiterbringen. Da können wir die Sachen veredeln. Ich weiß natürlich nicht, was das bringt, aber irgendwas wird schon bringen. Den haben wir, das haben wir, das haben wir. Der wird uns weiterbringen, gerade hier für die größeren Sachen, dass wir die Werkbank so machen können. Ist dann die Frage, ob wir jetzt den Massespeicher bauen. Der kostet 500. Den Holzofen können wir noch nicht. Oder die Raffinerie. Ich weiß halt nicht, was wir nachher mit diesen Platinen, Legierungsbereiche, Klimaanlage, Heizung, Windrad, Solarmodul. Dass man nach unten scrollen kann, war mir gar nicht so bewusst. Guck mal, hier sowas ist natürlich auch cool. Was braucht man für das Seil? Sehnen. Ja gut, da haben wir noch keine von. Eine Tauchbank ermöglicht die Herstellung professioneller Tauchausrüstung. Cool. Destille. Okay, also da geht schon einiges, ne? Bin ich ja mal gespannt. Aber ich glaube, für den Moment bleiben wir trotzdem erstmal hier oben. Da ist jetzt die große Frage. Raffinerie. Haben wir die Mats auf jeden Fall für? Überhaupt kein Problem. Holzofen fehlen uns halt diese Stoffe für.
Die Brunft der Elche hat begonnen. Ach so, heißt das dann, dass mehr Jäger jetzt kommen oder was? Holzofen. Ging nicht wegen Stoff. Stoff kann ich nur aus Baumwolle herstellen und Baumwolle kriege ich wahrscheinlich nur aus dem Beet. Dann müssen wir mal schnell hier vor die Tür gehen. Da hinten brennt schon wieder ein Lichtlein. Tja, hier, ich bin mir echt nicht sicher, ob und wie das alles so funktioniert. Aber wird schon werden. Warten wir mal ab. Es muss doch irgendwie noch eine Möglichkeit geben, Dünger herzustellen. Insektenschutz. Biokraftstoff. Klebstoff. Insektenschutzkit. Wärmekit. Adrenalin. Erste Hilfe. Ja, das hilft uns ja auch alles nicht so richtig weiter, ne? Glas, Holzdach, Türen. Eine Treppe nach oben wäre vielleicht auch irgendwann nochmal eine gute Idee. Aber hier ist definitiv nichts, was ich irgendwie anstellen kann. Also ich glaube, damit ich diesen Dünger gebacken kriege, muss ich jetzt echt anfangen. Warte mal, was mir gerade noch so einfällt, was bringt denn hier diese Asche? Oh, ich Idiot. Leute, was soll ich dazu jetzt sagen? Jo. Was soll ich dazu jetzt sagen? Nochmal halbieren. So, wir haben jetzt 55. Das heißt, wenn ich 35, müsste ich aber 90 sein, ne? Ja, nicht ganz. Egal. Wir machen das jetzt hoch auf 100. Was soll's? Voll ist voll. Ist auf 100. Sehr gut. So, das heißt also, morgen sollte das. Ja, ob es dann fertig ist, weiß ich nicht. Oh Mann. Ja, tut mir leid. Also, ich bin immer noch in der ordentlichen Vorproduktion. Ihr seid, glaube ich, jetzt bei Folge 3 oder 4 aktuell. Ist also noch nicht so weit, dass ich jetzt auf die Kommis zurückgreifen konnte, die ich in den letzten Folgen erfragt habe. Tut mir leid dafür, aber gut, jetzt haben wir es auch selber rausgekommen. Hätte ich auch mal selber drauf kommen können, meine Güte. Aber ist egal, jetzt läuft's und ich hoffe, jetzt machen wir hier das Licht wieder aus. Wir brauchen nämlich immer noch den Strom. Gut, ja, dann schneide ich uns, dass man hier pennen kann man hier nicht, ne? Ich kann hier nochmal einen Spawnpunkt erschaffen, aber pennen geht jetzt nicht. Nee. Gut, nee, dann schneide ich uns jetzt rüber in die nächste Folge und ich werde jetzt die Nacht einfach nutzen und nochmal ein bisschen angeln machen. So, ich habe es tatsächlich geschafft, die Angelrute einmal auszuwerfen. Natürlich habe ich euch nicht in die nächste Folge geschnitten, sondern einfach nur, bis es hell wird. Keine Ahnung, was ich da wieder für einen Quatsch gequatscht habe. Ja, der eine Fisch hat jetzt angebissen. Den holen wir jetzt noch schnell rein. Coole Nummer. Ja, keine Ahnung, wie lange das haltbar ist. Jetzt schmeißen wir auf jeden Fall erstmal das Zeug wieder weg. Und der kommt auch erstmal in die Kiste. Ich gehe einfach mal davon aus. Wobei, nee, wir machen das gerade so. Ich baue doch noch mal schnell ein Lagerfeuer. Da brauchen wir ja nicht so viel für. Eins, zwei und dann grillen wir das mal durch, weil ich glaube, meine Wasserreserven und so. Bisschen Obst kann ich noch mal essen. Kartoffeln muss ich bestimmt auch kochen, oder? Zack. Genau, und ansonsten filetieren. Machen wir so. Noch ein bisschen Öl gekriegt. Nehmen wir alles. Und da essen wir auch noch einen von. So, dann lassen wir jetzt das Lagerfeuer hier nochmal durchbrennen. Das Problem ist, dadurch, dass das Ding jetzt kaputt gegangen ist, hatte ich da nicht meine Flasche und so drin. Jo, hatte ich. Mist. Also nochmal eine Flasche. Ach, die Kartoffel kann ich da gar nicht einfach so reinpacken. Okay. Bisschen Holz kommt rein. Bums. Und ein Feuerstarter-Set habe ich, glaube ich, schon gehabt. Da ist es. Da.
anzünden. Und was brauchen wir noch? Diese olle Flasche. Metall und zwei Seile. Das dürfte ich haben. Das ist sehr ärgerlich. Da muss ich also drauf achten. Und dann sehe ich gerade, den sollte ich vielleicht auch noch einpacken. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Jo, der Rest ist in Ordnung. Also Kartoffel kommt wieder zurück, das kommt zurück. Dann bastel ich einmal die, dann kommt das wieder zurück. Das ganze Holz lassen wir natürlich da drin. Genau, die Flasche füllen wir gleich nochmal auf. Zünden wir schon mal an, dann müssen wir gleich nicht ganz so lange warten. Bär. Okay, sonst haben wir relativ ruhig hier. Schön. Ist das 5? Ei. Zack, kochen wir das auch gleich noch mit durch. So, dann gucken wir mal schon mal eine kleine Runde, während wir darauf warten, dass es durchgekocht ist. Da vorne liegt zum Beispiel ein bisschen Metall, das nehmen wir mal mit. Ups, zack, Hammer. Dann gucken wir hier mal ums Eck. Hat sich die Jahreszeit verändert? Eide daus. Wo kommst denn du her, Kollege? Habe ich dich jetzt eben einfach übersehen? Ja, er verfolgt mich. Sehr gut. Und es ist ein 95er. Kurz nach dem Essen gucken. Sieht gar aus. Sehr schön. Trinken. Füllen wir das auch nochmal auf. Und schmeißen es direkt nochmal rein. Das können wir essen. Das kam wieder raus. So, und jetzt kümmere ich mich um den Wolf. Es hat geklappt. Renn nicht zu weit weg, Kollege. Rein, raus, rein, raus. Ist so ein bisschen die feige Tour, aber was willst du machen? Ja, können wir noch ein bisschen mit warten, denke ich. So, wie viel hast du noch? Oh, der Jäger ist auch da. Guck mal. Oh, der letzte Schuss war umsonst. Jetzt haben wir noch einen. So. Sehr cool, da haben wir direkt noch was. Das Stoffstück ist schon mal sehr cool. Deswegen habe ich den jetzt auch gemacht. In der Hoffnung, dass vielleicht erstmal das hier. Das kann hier rein. Das kommt da rein. Gut, und die Piste würde ich jetzt tatsächlich hier lassen, weil wir haben nichts. Nur noch ein paar Pfeile. Es kann erstmal alles so bleiben, wie es ist. Trinken und so sieht gut aus. Hunger ist auch in Ordnung. Nur einmal. Ja, wobei, komm, essen wir das Ding jetzt, dann sind wir einmal ordentlich voll. Warten wir kurz, bis das gar ist. Und dann geht's hier weiter. Wo ist der olle Jäger hin? Da hinten ist eine Kiste, die holen wir uns als erstes. Und ja, Hauptziel wäre eigentlich, wie gesagt, dieses gute Stück hier, damit wir nicht ständig das Lagerfeuer wieder anschmeißen müssen. Da fehlt jetzt noch ein Stoff. Halbgar. Guckt nochmal schnell draußen zum Feld. Ah, ich habe das Gefühl, es geht jetzt tatsächlich ein bisschen weiter. Also alles gut. Und jetzt dürfte unsere Leber gar sein. Immer noch halb gar. Na komm schon. Wird nix. Jetzt ist sie gar. Zack, zack, zack. So. Da wir das ja jetzt auch brauchen, kommt es hier mit rein. So. Und ja, ich würde sagen, wir stiefeln jetzt einfach direkt los. Ja, was soll Ziel der Reise werden? Habe ich ehrlich gesagt gerade keins. Einfach nochmal ein bisschen rumrennen, ein paar schöne Sachen einsammeln wäre ganz cool. Da hinten ist noch eine Kiste, da ist noch eine. Wir brauchen Loot ohne Ende, um ehrlich zu sein.
Guck mal, das sind schon wieder ein paar Patronen hier. Können wir die Pistole auch bald wieder mitnehmen. Holen wir noch eine Made. Ist aber schön, dass die echt gut zu erlegen sind mit der Pistole. Also finde ich echt gut. Das haben wir gut hingekriegt vorhin. Bin gespannt, wie sich das nachher verhält. Wir brauchten ja jetzt noch dieses eine Waffenteil für die bessere Waffe. Ich habe keine Ahnung. So. Yes! Zieht's euch rein! Ein Schuss, ein Treffer, aber der Pfeil ist dann weg. Gut, aber ist nicht so schlimm. Schlachten. Da sind zwei Federn. Also ein Pfeil gegen zwei getauscht quasi. Kann ich mit leben. Was brauchen wir? Stöckchen, guck mal, ein paar Nägel habe ich sogar dabei. Ei, kann ich wieder einen Pfeil herstellen. Sehr gut. Und da vorne ist noch ein Huhn. Das machen wir auch gleich mit weg. Hier haben wir wieder Nägel. Sehr cool. Bleib stehen. Das sind sogar zwei. Der ging daneben. Und die Hühnchen gehen stiften. Cool. Das finde ich ist echt geil gemacht, muss ich sagen. Da war ein Bär, da vorne war, glaube ich, ein Wolf. Da ist es, das Hühnchen. Wieder nicht getroffen. Ah, schön, dass sogar verschiedene Soundeffekte da sind. Wenn ihr jetzt hier einfach ins Blattwerk schießt. Auch wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, wo der Pfeil wohl gelandet sein könnte. Wahrscheinlich weg, ha? Da schießt da wieder ein Jäger. Da hinten, aber auf was schießt denn der? Wie Pfeile hat er denn jetzt? Wieder vier. Nee, ich muss weg hier. Mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. Nicht, wenn ich nur einen Bogen in der Hand habe. So sicher bin ich mir der Sache dann doch noch nicht. Gut, noch ein Stöckchen herstellen. Das kriegen wir ja hin. Können wir gleich noch einen Bogen machen. Zack, dann haben wir schon sechs Pfeile. Ah. Laufen wir mal so ein bisschen hinterher. Wo ist der Jäger? Da ist noch ein Hühnchen. Hat auch die Flucht ergriffen. Sind die schon wieder zu zweit? Ja, na klar. Zu dritt, da hinten ist noch einer. Okay, also das werden langsam echt große Gruppen. Aber gut, sonst hätte ich mir jetzt auch nicht so richtig erklären können, warum ich mir irgendwann mal bessere Waffen bauen sollte und so, weil das geht ja mit der Pistole doch auch schon recht gut. Oh, wo habe ich dich übersehen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der? Da. Oh, stand ja quasi schon neben mir. Noch ein paar Fasern mitnehmen. Ich vergesse immer die Spitzhacke einzupacken, ne? Das ist immer doof. So, machen wir hier mal noch einen kurzen Stopp. Ne, da kann ich jetzt nichts machen. Sechs Pfeile haben wir. Essenstechnisch sehen wir ganz gut aus. Ein bisschen Obst können wir essen. Bisschen Hühnchenfleisch haben wir. Das ist eine Dietrich-Kiste, glaube ich. Hab keinen Dietrich. Da war ein kleines Tier. Gucken, ob ich da noch dran komme oder ob das jetzt schon völlig ausgebüxt ist. Ne, ist scheinbar schon komplett weg. Zaun. Ist das da vorne die Jägerhütte? Scheint so. Gehen wir auch mal ein bisschen näher ran. Ach Mist, hinter dem Stein ist gerade ein Wolf. Zumindest mal vernünftig einmal gucken, wie das jetzt aussieht bei dem Guten. Scheinen sich ja echt immer weiter auszubauen, die Jungs. Wobei die Hütte noch genauso aussieht wie vorher. Sitzt der da? Da ist er. Hat er mich gesehen? Nee. Ich glaube nicht. Aber ich möchte trotzdem hier weg. Das ist mir, wie gesagt, ich habe nur einen Bogen dabei. Damit wollte ich jetzt keine Riesenabenteuer starten. Ich wollte einfach nur noch mal eine kleine Loot-Runde machen. Das haben wir hingekriegt. Laufen wir jetzt mal schnurstracks nach Hause.
Och Mensch. Darf ich in Ruhe looten oder kommt mich hier schon irgendeiner essen? Ah, könnte klappen, wenn ich mich beeile. Gegen Wölfe habe ich, wie gesagt, nichts. Sie können gerne mitkommen. Wir brauchen noch ein Stück Stoff, glaube ich. Dann können wir unseren Holzofen bauen. Aber der kommt nicht mit. Und hier ist gerade keiner. Ne. Boah, was hier auf einmal für Pflanzenfasern rumstehen. Das finde ich cool. Bis da hinten ist ein Bär. Da ist eine Kiste. So, und dann gucken wir gleich mal nach unserem Gemüse. Hm? Zack, das könnte schon wieder eine Patrone sein. Da ist auch nichts in der Richtung. Ich würde sagen, das Gemüse sieht ein bisschen fülliger aus. Haben wir so viele Heilkräuter da eingepflanzt? Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ne, Tomaten sind das. Aber die werden. Also ich denke, so langsam kann man sagen, wir kommen in Gang, was das Gemüsebeet angeht. So, dann das lagern wir ein, das auch, das kann gleich auf den Grill. Munitionskram holen wir raus. Guck mal, können wir direkt noch einen basteln. Hier ist noch ein Pfeil. Nur bei 7 Pfeilen. Munition kann ich wieder auffüllen. Fleisch kann ich einpacken. So, wie sieht es denn hier aus? 500 haben wir schon mal. Wieso kommt jetzt nichts mehr rein? Wir können noch 1000 lagern. Muss ich hier irgendwas mit machen, damit das funktioniert? Kapazität 500. Hört der dann trotzdem auf? Kann ich das nur über einen Stromgenerator auffüllen? Testen wir mal gerade. Ich glaube, ich müsste hier noch. Ja, komm. Können wir einen von nehmen. Und go. Jetzt kommt einer rein, tatsächlich. Okay, also scheine ich den Teil nur über den Generator auffüllen zu können. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen. Auch wenn ich es nicht schick finde, aber besser wissen als missen. Könnten wir jetzt auch schon wieder Dünger. Okay, also Kohle wird hier auch gut verarbeitet. Können wir also im Prinzip, da ist ja gut, dass ich die schön gesammelt habe, nicht Kohle, Asche. So, dann lass mal gucken, dass wir noch einen Wolf irgendwo finden. Den wir mit nach Hause nehmen können. Nochmal so ein Stöffchen. Ein Stöffchen. Das ist ein Bär. Da ist eine Kiste. Und ich habe schon wieder die Spitzhacke nicht eingepackt. Was soll denn das immer? Zack, haufenweise Nägel, nehmen wir. Ist das auch eine Kiste? Ne, ist nur diese komischen Dschungelblätter. Also ich habe irgendwie das Gefühl, steht hier irgendwas. Ach, September steht hier oben. Dann bin ich ja mal gespannt. Dann gibt es hier sicherlich auch im Winter, ne? Oha. Ich glaube, dann bin ich ganz froh, dass ich das mit dem Garten zumindest jetzt schon mal in Gang gekriegt habe. Alles nehmen, weil wir werden ja auch im Winter irgendwas zu essen brauchen. Ich hoffe echt, der See ist nicht zugefroren. So wie es bei The Infected der Fall ist zum Beispiel. Weil so Wasservorräte großartig habe ich nicht. Sonst müsste ich gleich mal vielleicht noch ein paar Flaschen basteln, dass ich da so ein bisschen was auf Vorrat habe. Weil ich habe jetzt auch noch nicht. Ja, nice, den will ich haben. Gibt es hier gleich zwei? Erstmal noch ein Stück laufen. Ich sehe jetzt nur den einen. Lauf. Oh, ich habe nicht auf meine Ausdauer geguckt, ich Idiot. Das könnte nach hinten losgehen. 4, 3, 2, 1. Komm, einfach weiterlaufen. Du klappst, schaffst das. Boah. So, kurz warten. Setz mich mal schnell hin. Der wird ja jetzt nicht den ganzen Weg
Rennt er jetzt echt? Nee, da bleibt er vorne stehen. Gut. Hilft das, was zu essen? Ja, scheinbar, oder? Na, könnte auch täuschen. Also diese Hinsetzfunktion finde ich cool, wo ich mir auch immer noch nicht so wirklich sicher bin, ob das tatsächlich hilft, aber ist auch egal. Der droppt uns jetzt unser Stück Stoff und dann haben wir unseren Holzofen. Da, die da, die da. Immer schön die Hühnchentaktik anwenden hier. Oh, der war schon dran. So, 47. Ich habe noch einen Schuss. Dann muss ich auf den Bogen umsteigen. Bin gespannt. Keine Ahnung, was der Bogen so bringt. Ich echt daneben gewetzt? Jetzt habe ich getroffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Bogen macht mehr Schaden als die olle Pistole. Aber ich kann mich auch täuschen. Ist die Frage, wo ist der andere Pfeil? Hoch, direkt daneben gegangen. So, komm schon. Bitte, 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 Stoff. Nein. Mein gegen Steaks habe ich auch nichts, aber Stoff wäre schöner gewesen. Nochmal Feuerchen machen. Und noch einen Wolf suchen gleich. So, wie viel haben wir jetzt gesammelt? Jetzt ist es auf 592 hoch, dann ist schon wieder Ende im Gelände. Okay. Gut. Ach, das ärgert mich jetzt gerade so ein bisschen. Ganz bisschen. Aber ich habe sonst keine Muni am Start jetzt, ne? Jetzt schmeißen wir die erstmal wieder raus. Ja, müssen wir klarkommen mit den Dingern. Hilft ja nicht. Halbieren. Halbieren. Zack. Ach komm, schmeißen wir auch alle rein. Wird nichts ändern. 100 könnte jetzt ein bisschen viel gewesen sein. Ist aber krass, ey. Muss ich schon sagen. Ach, guck mal, da ist ja schon Wasser drin und das auch. Guck mal, das können wir direkt trinken. Ja, noch ein Feuerstarter-Kit. War ich gerade noch nicht fertig. So, dann brauchen wir das, das und das und dann so ein und so ein. Dann brauchen wir wieder Uga-Uga-Feuer machen. Zack, Grillanzünder drauf. Ups. Hä? Achso, der war noch gar nicht fertig. Ein bisschen Holz holen wir uns noch. So, dass wir da ein bisschen hinkommen. Dann koche ich gleich das Wasser nochmal durch. Ich habe auch halt auch keine Ahnung, was nachher länger hält. Ne? Wobei ich denke schon, dass das gekochte Fleisch wesentlich länger halten wird wie das rohe. Aber wie lange? Keine Ahnung. Ist das eine Dietrich-Kiste? Nee, sieht nicht so aus. Dann holen wir uns die noch schnell. Jetzt eh nochmal einen Moment warten. Zack, sehr schön. Da ist ein Bär, aber für einen Bär habe ich definitiv noch nicht genug Muni. Müsste ich noch ein Hühnchen erledigen vorher. Wie sieht es jetzt hier aus? Ich glaube, die ersten Sachen werden fertig. Gucken wir mal, wie es aussieht. So, halbgar. Das gar. Ist immer noch halbgar. Zack. Ja, und das, was wir zu essen brauchen, ist nur Gemüse. Obst und Gemüse. Jetzt ist gar. Asche raus. Komm. Was kosten die nochmal? Seile und Metall. Wie sieht es denn jetzt gerade so mit Seilen aus? Auch eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, ich mache da noch so zwei, drei Stück von. Mehr Seile.
Ja, drei Stück mache ich mal. Die lasse ich gleich auch nochmal schnell durchkochen. Schmeiße ich da auch nochmal ein Hölzchen rein. Zack. Ist das schön weiter brennt hier. So, eins. Machen wir drei Flaschen und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie spät es ist. Ich denke, von der Nacht her sollte man noch ein bisschen Luft haben. Also passt. Ich glaube, morgen könnte da schon mal durch sein, wenn ich mir das so angucke. Wäre natürlich geil, wenn es so wäre. Ist das 6? Jo. So, dann schmeißen wir die drei hier rüber. Soll er einmal abkochen. Dass wir da einen kleinen Vorrat für den Winter haben. Bisschen Dünger noch rein. Machen wir nochmal leer. Und dann machen wir nochmal doch eine kurze Runde. Können wir nochmal laufen zusammen. Das Zeug lasse ich echt in der Kiste jetzt. Ja, los geht's. Gucken wir mal. Wir brauchen unbedingt noch Zeugs. Guck mal, da hinten ist ein Wolf, ne? Wie viele Pfeile hat er jetzt? 6. Und wenn das jetzt kein riesen, super starker Wolf ist, müsste das sogar reichen. Gucken, ob wir den nach Hause gelockt kriegen. Das sind 95er. Ach, du blöder Arsch. Jetzt aber schnell. Ich hoffe nur echt, die Pfeile reichen, sonst kriegen wir Probleme gleich. Ich glaube, ich habe nicht mal mehr einen Schuss in der Pistole. Doch, er ist noch hinter mir. Ja, sonst muss ich den Rest notfalls mit der Axt machen. Oh, ich habe die Tür gar nicht aufgehabt. Jetzt ist Feuer aus, aber Wasser fertig. Jo, Wasser ist fertig, sehr schön. Können wir schon mal umpacken. Das auch. Guck mal, schön als Abschluss der Folge. Ja, doch, die Pfeile reichen. Schmeißen wir hier noch den restlichen Dünger rein. Und wo bist du jetzt hingelaufen? Da. Ne, das ist der Jäger da vorne, oder? Warum hockt der da? Das gefällt mir nicht. Bleib stehen, Wolf. Bevor der Jäger das schnallt. In den Lauf. Hat getroffen. Okay, der verpisst sich gerade in eine andere Richtung. Komm schon, jetzt aber. Stoff, da ist es. Sehr schön. Leute, wir haben einen Heizofen. Das ist doch mal ein schöner Abschluss für die Folge. Ich muss mir auch echt noch angewöhnen, wenn ich dann so Schnitte reinmache, dass ich dann hingehe und da auch so ein bisschen mehr auf die Zeit achte, weil ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Überlänge. So, Holzofen. Ich brauche noch 7 Bretter und 7 Eisen. Brettchen. So, das und das. Das kann dahin. Das kann hierhin. Ich müsste jetzt tatsächlich schon wieder ein Feuerstarter-Kit machen. Ist aber jetzt auch nicht das Riesendrama. Das machen wir. Ach, wobei, weißt du was? Ich will jetzt erstmal gucken. Hier nochmal alles rausholen. Und versetzen ging mit Ende, ne? Hier ist Ende. So. Weil da soll dann nachher auch der Ofen hin. Ich stelle es jetzt erstmal hier hin. Ofen. 4 Bretter. 1, 2, 3, 4. Passt. Sollte gleich funktionieren. So, dann brauchen wir nochmal einen Ast hier. Und noch ein Seil, glaube ich, ne? Ne, zwei Fasern. Kriegen wir. Und dann kriegen wir gleich den Holzofen zusammengeschraubt. Oh, freue ich mich drauf. Denke ich. Doch, wieso eigentlich nicht? Kann ich mich drauf freuen. Essen wir mal das. Wir haben gleich ein bisschen Fleisch zum Testen auch. Reicht mein Metall? Bitte. Ja, reicht. Also das Einzige, was fehlt, ist jetzt noch ein Brett. Das ist gerade in Fertigung. Und dann läuft das. Super geile Nummer. Und ja, dann wäre halt wirklich die Überlegung, ob wir nachher vielleicht, ja, für die Werkbank brauchen wir den anderen Massespeicher nochmal, ne?
Holzofen herstellen. Oh, das geht sogar schnell. Das finde ich gut. Dann räumen wir jetzt den restlichen Kram weg. Feuerstarter ist gerade in Arbeit. Und will ich gleich mal gucken, wie es denn aussieht. Da ist er. So. Trommelwirbel. Oh, das gefällt mir. Stellen wir den echt dahin? Ja, wieso nicht, ne? Jo, finde ich gut. Fett schmelzen. Okay, Sekunde mal. Da habe ich ja auch ein bisschen was von. Ich habe zwar keine Ahnung, was dazu bringt, aber ist das nicht fett? Ah, doch. Oh, das war. Ah, okay, er hat nur die 20 genommen, na Gott sei Dank. Das kann hier hin. Feuerstarter-Set. Ich mache jetzt erstmal nur ein. Ach, warte mal, war das nicht so, dass ich hier diese Briketts machen konnte? Machen wir auch mal einen von. Und dann gucken wir mal, wie sich das alles so verhält. Ich habe keine Ahnung. Das zum Anzünden. Das Brikett kommt, kostet leider Pflanzenfaser, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Und dann bin ich auch gespannt, was aus dem fetten Haar rauskommt. Gucken wir mal. Also, das machen wir noch zusammen. Und dann werden wir heute mit Überlänge aus der Folge. Ein Brikett füllt das Ding ganz voll. Kostet dafür vier Fasern, ne? Aber läuft. Finde ich gut. Das finde ich echt gut. Ist dann die Frage, jo, lassen wir laufen. Das Ding hier mache ich kaputt. Das braucht jetzt hier, ist nicht mehr nötig. Weg damit. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Mats wieder. Vielleicht aber auch nicht. Was fiel mir jetzt gerade noch ein? Genau, einmal angeln könnten wir dann noch. Das mache ich aber jetzt zwischen den Folgen. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ah, geil, Leute. Da kommt Biokraftstoff raus. Sehr schön. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund. Tschüss.